schnurriges Willkommen zu Kitty Plays the Dig. Es sind ein paar Tage vergangen, das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, wo wir genau aufgehört haben in der letzten Aufnahme. Aber was ich weiß, ist, dass jetzt das Confuzzled-Wochenende ist, an dem ich das hier aufnehme. Und ich nehme auch nur eine Stunde auf, weil dann kommt wieder bei der Virtual Confuzzled ein Event, was ich mir angucken möchte. Und deswegen auch meine Pfötchen. So, wir gucken also mal. Ich spiele also tatsächlich, ich habe jetzt hier die Maus, bediene ich mit meinen Pantherpfoten. Und kleines Update aus meinem Leben. Ich fange jetzt an, mich umzusehen nach jemandem, der mir meinen Fursuit baut. Hab da jetzt die erste E-Mail rausgeschickt und eine Preiseinfrage gemacht. So, aber jetzt gucken wir doch mal, wo wir waren. Ich weiß, wir haben zuletzt diese leuchtenden Kristalle gekriegt. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ich weiß jetzt quasi nur nicht genau. Okay, wir haben den Kanister noch. Das ist, weil tatsächlich kenne ich ja einen Großteil von der Lösung schon. Aber mittlerweile auch so die Details nicht mehr. Ich weiß, was mit Brink noch passieren wird und muss, aber ich weiß nicht mehr, was der Trigger war. Und soweit ich weiß, müssen wir genau diesen Trigger jetzt auslösen. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, das hier passiert noch alleine, oder? So, das Tierchen haben wir ja schon mal gesehen. Das ist ja auch schon mal gefressen worden. Ich bin nicht sicher. Ich glaube nur, dass er beim ersten Mal widerlich die Körper nicht ausgespuckt hat. Glauben Sie? Brink! Brink! Wo sind Sie? Brink, antworten Sie mir! Brink, können Sie mich hören? Okay, da haben wir es. Das ist also der Trigger. Wo sind Sie? Maggie, Brink ist abgehauen. Er hat nicht sehr rational reagiert, als er einen großen Vorrat an Kristallen gefunden hat. Ich fürchte, diese Dinger machen süchtig. Oder sie haben seine Persönlichkeit verändert. Ein Geist wollte uns warnen, aber Brink war zu überheblich, um auf einen guten Rat zu hören. Immer wenn es hier freundlicher zu werden scheint, stößt man auf neue Gefahren. Auf jeden Fall mache ich ohne ihn weiter. Ich wüsste nicht, was ich sonst tun sollte. Ich werde mich ab und zu bei ihm melden und schauen, ob er mit mir reden will. Danke, Maggie. Allmählich nehme ich das persönlich. Niemand will bei mir bleiben. Vielleicht ist es mein Deo. Ich glaube, irgendwo auf Attila hat es versagt. Ja, ich glaube nicht, dass das das Deo ist, sondern einfach nur die Umstände. Aber das war genau die Stelle, auf die ich gewartet habe. Ich wusste, dass Brink auf einmal wieder weg ist und wir eigentlich den Großteil des Spiels alleine spielen und die anderen nur so, ja, die machen ihr Ding und man redet ab und zu mal mit ihnen und dann, ja. So, ich gucke mir mal hier die Knochen an. Und zwar aus einem einfachen Grund. Wir können jetzt dieses Tierchen wieder zusammensetzen und wird es wieder gefressen. So viel nehme ich mal vorweg. Ich will es mich nicht zweimal zusammenpuzzeln müssen. Denn wir setzen das Tierchen nicht einfach nur zusammen und nutzen dann den Wiederbelebungskristall. Nein. Ich bin mal gespannt, ob er jetzt... Nein, ich will zurück. Damit ihr den Gedankengang mitseht. Fahrt hoch in das Museum rein und gucken uns nochmal das Display. Ich hoffe, das ist das mit dem Kanister, den wir jetzt im Inventar haben. Gucken uns das Display an. Ob er jetzt den anderen Kommentar sagt, auf den ich eigentlich gewartet hatte. Das ist nicht das Display, was ich meinte. Zum Glück haben wir eine Escape-Taste, die mit meinen Krallen nicht sonderlich einfach zu treffen ist, übrigens. Mal gucken, das scheint es auch nicht zu sein. Ich glaube, da war der Kanister das allererste, was man sieht. Also die Kralle auf die Escape-Taste legen. Ja, für die, die es nicht wissen, Kitty Place ist wörtlich gemeint. Das waren die Lebenskristalle. Dann müsste es wie immer das letzte sein.
Jawohl, und jetzt schauen wir mal, was er am Ende der Animation sagt. Ob er immer noch nur hm sagt oder was andere. Das war nämlich die Stelle, die ich damals selbst nicht gecheckt habe. Bumm! Bitte. Vorher hat er gesagt, dieser Knister muss eine ganz schöne Power haben. Jetzt sagt er Bumm. Und das ist nämlich der Hinweis, den ich damals, da kann ich mich noch dran erinnern, nicht kapiert habe. Dieser Kanister ist ein Sprengsatz. Er macht Bumm. Ich habe das nicht kapiert. Ich hatte gedacht, ja gut, der ist da irgendwie, der wird irgendwie rein implantiert in irgendwas und dann erscheint eine Tür. Das ergibt alles irgendwie keinen Sinn. Aber ja, es ergibt einen Sinn. Das habe ich dann aus der kompletten Lösung erfahren, in der zum Glück auch der Gedankengang erklärt war. So. Also sprich, wir sprengen einfach mal diesem Wasserviech, diesem Loch Ness-Monster, sprengen wir einfach mal das Gesicht weg. So böse sind wir. Dazu müssen wir aber erstmal dieses nette kleine Wesen hier wieder zusammensetzen. Und ich weiß, da habe ich auch immer sehr, sehr lange gebraucht. Wir haben also hier verschiedene Knochen. Aber war das hier noch nicht noch auch? Irgendwo hier. Ich weiß, man konnte ein Fossil finden, in dem man quasi die Knochen, die richtige Anordnung der Knochen ablesen konnte. Ich bin mir aber unsicher, wo das war. Ich dachte, das war hier. Entweder war das hier oder ich habe tatsächlich immer hin und her geschaltet. Na gut. Sondern das Komplexe ist dadurch, dass man die Knochen drehen kann. Und ich glaube, das hier war der Schwanz. Und wenn die richtig sind, passen die dann auch so zusammen. Ja, also hier, ich glaube aber, das, was ich immer falsch mache, ist, dass ich vorne und hinten verwechselt habe. Ah, es ist echt ohne Vorlage kann man das vergessen. Ich muss dieses Fossil finden. Ich lege den Knochen mal dahin, dass ich auf diese Zugfläche klicken kann. Knochenwasser. Knochen, das ist hier unten. Erscheint immer mal was. Oder denke ich, das ist was? Das ist das Fossil, was ich suche. So, ich werde jetzt erstmal nicht gucken, was hier Sache ist. Also nicht cheaten, sondern ich gucke erstmal weiter. Wir haben ja jetzt wir haben zwei von denen und wir haben, bei einem funktioniert die Bahn nicht. Dafür brauchen wir etwas, was ich weiß. Oh, das klang jetzt auch nicht sonderlich toll. Fahren wir nochmal mit der Bahn zurück. Bitte ohne diese 1000 Animationen. Dankeschön. So, ein Punkt, den ich weiß, ist, dass hier bei dieser verschlossenen Tür, wenn ich mir die Klappe ansehe, müsste ihr, sagt er, glaube ich, auch was? Vier dunkle Kristalle in einer Reihe. Das Teil sieht ziemlich mitgenommen aus. Also er sagt schon, es sieht ziemlich mitgenommen aus. Das bringt nichts. Kann er das jetzt? Nee. Also ich kann mich auch noch erinnern, dass wir hier von diesem Teil zu diesem Panel Strom bringen mussten mit Hilfe von dem Kabel hier. Dazu mussten wir aber, glaube ich, hier irgendwas öffnen oder so. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich kann es natürlich nochmal ausprobieren. Ich kann es nirgends befestigen. Das musste man öffnen, da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Für die Bahn, da will ich noch nicht verraten, was man machen muss. Da muss man ein ganz anderes Rätsel lösen. Ich laufe noch mal im Kreis und gucken, was ich machen kann. Weil tatsächlich weiß ich gerade nicht. Ich weiß, ich habe zwei Klappen, zwei Kombinationen. Gehen wir mal zurück. Ich habe zwei Kombinationen und zwei Türen offen, ne? Also, hilft nichts. Bei dem einen kommt die Bahn nicht. Das ist, wenn ich mal hier wieder hingehe.
kann euch zumindest zeigen, welches es ist. Das ist nicht, wo die Bahn nicht funktioniert. Wo die Bahn nämlich keinen Strom hat. So, das kann man nicht beschleunigen. Ja. Ich komme nicht dran. Ja, ach, ich habe das eben zugemacht. Ich depp. Mal auf. Dann gehen wir innen rein und drückt drauf. Ja, wir haben die Drehtüren, die sich Personenvereinzelungsanlage nennen. Die haben diese Schleusen, wo wir nur so und so viele Leute gleichzeitig rein können, um... Das ist natürlich noch langsamer als so eine Drehtür. Oder auch Personenvereinzelungsanlage. Und zwar ist das diese Insel, die hier dunkel ist. Diese Kristalle spiegeln die Inseln wieder. Und da diese Insel hat einfach keinen Strom. Und wir müssen hier ein Rätsel lösen, dann leuchtet dieser Kristall auf und dann funktioniert auch die Bahn für diese Insel wieder. So, das ist, das kann ich euch schon mal verraten. Aber da haben wir aber doch die Gegenstände für nicht. So. Dann wollen wir doch mal. So. Ich glaube, ich mache sogar heute nur eine Aufnahme. Ich will nicht riskieren, das Event. Die Furry-Gute-Nacht-Geschichten von der Confuzzled zu verpassen. Ich gucke jetzt nochmal an den Grabstellen. Bitte also hier nochmal raus. Jetzt sieht man hier auch... das Ganze von unten. Ich war mir jetzt unsicher, ob er noch was sagt, deswegen habe ich erstmal die Klappe gehalten. Nee, hier war tatsächlich nichts. Ja, doch war richtig. Kann ich ja nochmal genauer gucken. Was für Kreaturen das auch gewesen sein mögen, ich glaube nicht, dass es irgendetwas Vergleichbares auf der Erde gibt. Jetzt sind ja die anderen beiden nicht da, da kann ich sie nach Herzenslust untersuchen. Gucken wir nochmal im Wrack. Ich bin mir sicher, dass das eigentlich jetzt so das Nächste ist, dass ich jetzt an dem Wasser weiter muss. Und dafür muss ich dieses Fossil von dem Vieh finden. Ich mag übrigens auch sehr, wie sie diese Pixel-Grafik von dem Spiel ausgenutzt haben. Also ich finde, das hier ist eine sehr, sehr schöne Grafik, auch wenn die Auflösung total minimalistisch ist. Das ist einfach eine Kunst, finde ich. Das ist eine eigene Kunstform, ja, Pixel-Grafik zu machen, also mit mit einer niedrigen Auflösung Grafik zu machen, die auch noch hübsch aussieht. Das kann man dann... Das ist dann irgendwie zeitlos. Ich will wieder zurück. Ich will raus. Ah, da. Und ansonsten ist hier ja nichts. Das hier ist ja nichts. Das ist schade. Hier hätten sie einen Hotspot draus machen sollen, weil das ist so prominent, dass hier so eine Vertiefung ist. Gehen wir noch zum Podest zurück. Und gehen nochmal durch das Loch. Das ist wieder eine Animation, die wir bespringen müssen. So, ich sollte meine linke Zeigekralle immer auf der Escape-Taste lassen. Es ist auch lustig, ich bin Linkshänder, ich habe aber seit jeher meine Maus mit der rechten Pfote benutzt. So, wie gesagt, hier müssen wir also... Und da weiß ich noch, dass er sagt, wenn man es falsch macht, dass er sagt, better connect the jumper cable to the dead battery first in der englischen Version. So, und jetzt haben die Dinger hier auch Namen, die heißen jetzt nicht nur Tür, sondern Museumsbahn. Weil er eben weiß, wo es dahin geht. Und auch eine schöne Sache, die jetzt kein großer Spoiler ist, wenn ich das verrate, erst recht nicht, dadurch, dass wir diese Lichtbrücken haben, wenn wir die benutzen, dann... Ich suche hier nochmal alles ab, ich bin mir sicher, dass das alles hier war, dass es self-contained war.
mit den Lichtbrücken können wir natürlich in die Mitte gehen und dann zu einem anderen Turm ohne, zu so einer anderen Klippe hier ohne zwischendrin erst in diesen Nexus und mit der Bahn fahren zu müssen. Das heißt, das kann ein bisschen flotter sein, weil man dann doppelklicken kann. So, die Knochen. Also ich versuche es jetzt einmal einfach, dass das hier irgendwie nach vorne kommt, das hier nach hinten, hier lauter Knochen, das setzt dann hier an, einfach weil das hier so gut reinpasst, das ist dann auch so ein bisschen die Logik davon. Jetzt kommt entweder das hier hin, nein, da kann nicht so einfach hin, das hier. Wäre dann so. Nein. Also ich spekuliere hier jetzt tatsächlich ein bisschen sehr rum. Das ist natürlich nicht so das Wahre, aber es kann genauso gut sein, dass das hier der Verbindungsknochen hier ist. Was natürlich dann heißt, ich glaube, das ist zu wenig. Also zu wenig im Sinne von, ich brauche ja hier mehrere Beine, ne? Ich habe ja hier zwei. Moment. Ich habe hier einmal dieses Bein hier und dieses Bein hier. Die gehören so irgendwie. Die gehören irgendwie zusammen. Und dann habe ich das hier, was irgendwie mit dem hier zusammengehört. So, und ein Bein performt. Und dann haben wir das hier, wenn ich das mal drehe, das ist ein Wirbel. Und dann hier ein Gelenk und dann hier so ein Doppelgedöns. Und das haben wir hier auch. Wir haben hier ein Gelenk, ja, das hier so an den Wirbel ansetzt. Und dann so ein Doppelgedöns, das ist das hier. Ja. Das kommt dann hier irgendwie dran. Das. Und dann haben wir das hier. Und die müssen, also das heißt, wir haben drei, quasi zwei Arme und zwei Beine, also ein Armpaar und zwei Beinpaare. Jetzt haben wir es doch. Und dann haben wir den Kopf und den Schwanz. Und ich habe auch immer irgendwie, ich habe auch immer den Kopf und den Schwanz vertauscht. Und irgendwie sieht das für mich wie der Kopf aus. Und jetzt mache ich wahrscheinlich den gleichen Fehler. Das sieht für mich wie der Kopf aus. Ich habe die vertauscht, also ist das der Schwanz. Am Ende ist es doch der Kopf und ich habe jedes Mal die gleiche Fehlüberlegung gemacht. Okay. So. Schauen wir mal, wenn das hier. Das passt da nicht. Ah, hier kann ich was hier. Hier schnappt das links und rechts ein. Das ist gut zu wissen, weil. Hier sieht man, das ist wenn dann so, ne, das ist der Arm hier. Ich will das jetzt einfach mal aus. Ich tue einfach mal so, als wenn hier der Kopf wäre, dann ist das hier der Arm. Dann muss das hier so irgendwie nach. So. Nach unten zeigen, ne, so wie das hier analog zu dem. Dann kommt hier das Doppelding hin. Das. Hängt dann wahrscheinlich hier so dran. So, das sieht doch schon mal gut aus, ne? Hier so. Das sieht doch schon mal aus, als wenn das zusammengehört. Dann haben wir hier, das schnappt da nicht rein. Also nehmen wir mal das nächste. So vielleicht. Oder es kommt hier das hier. Das sieht aus, als wenn es noch besser passt. Das schnappt hier nicht ein, wo es hin soll. Ne? Das geht so ein bisschen nach links und rechts immer. Also gucken wir das hier aus. Das überlappt. So überlappt es nicht. Das heißt, das hier wäre dann hier. Das klackt nicht, also rastet das nicht ein. Ja, das ist dann hier. Ja, ich muss sagen, ich bin ein kleines bisschen verzweifelt, weil das eigentlich
ich weiß, dass man da eine Lösung sozusagen finden kann. Und ein bisschen habe ich jetzt das Gefühl, ich stoche jetzt hier ein bisschen im Dunkeln und das ist natürlich nicht schön. Das hier und das hier, guck mal, jetzt ist hier eine Lücke. Das geht auch nicht. Nee, tatsächlich. Das könnte natürlich auch hinten einfach sein, ne? Tatsächlich, ich suche uns. Blöd. Blöd ist es. Ich bin mir sicher, dass das... Da ist es ja. Da ist es ja. Ich war mir so sicher, dass es einfach nur im nächsten Fenster ist. Screen. Und hier sehen wir jetzt... Ja, hier sehen wir jetzt, hier kommt dieses Ding raus, dieses große Teil. Hier hinten ist was anderes. Und die Arme sind hier, also die Arme sind richtig, das stimmt auf jeden Fall. Die müssen nach da gebogen sein. Und hier guckt was raus mit einem Dings. Das ist, könnte der Kopf sein, das könnte aber halt auch ein Schwanz sein. Sieht aber so aus, als wenn das der Kopf ist und das irgendwie ein Nackenknochen, keine Ahnung. Und das ist der Schwanz. Okay, wir können uns das angucken, so viel wir wollen. Ja, das war wahrscheinlich richtig, aber jetzt erstmal hier so. Das hier schnappt hier nämlich ein und damit ist das hier. Oh, das passt super zusammen, das ist schön. Was sagt denn? Hier war auch nochmal. Hier war auch nochmal was und das passt schon viel besser zusammen. Na, das ist der Schwanz, der hinten rausguckt, das ist der Kopf. Dann machen wir mal so. Und dann passt hier das rein. Und jetzt sieht man auch mal noch gar keine Lücken mehr. Ja. Das klappt jetzt nach da. Das kann sehr gut sein, dass das hier... Das hat nicht geklappt. Das hatte nicht geklappt. Und das ist immer mein Anzeichen, dass es nicht passt. So, jetzt haben wir die Wirbelsäule zusammen. Und da kommt dieses dahin. Dieses hier noch. Das passt nicht. Dahin, jetzt passt es. Jetzt dockt das hier an. So, und dann wollen wir dem Ganzen ja noch eine kleine Modifikation verpassen. Genau. Wieso lässt er mich jetzt nicht das Inventar öffnen? Das wird nichts bewirken. Bin mir ziemlich sicher, dass das war die Lösung. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt tatsächlich das zweimal machen muss. Ich kann hier nicht aufs Inventar zugreifen, das ist interessant. Und ich weiß auch, dass man den Kanister nicht irgendwie noch scharf schalten muss oder so. Das ist ja das Interessante irgendwie, woher weiß das Dynamit, das Alien-Dynamit, das ist, na gut, das ist das Alien-Dynamit, das kann das wissen. Ja, woher weiß es, dass es jetzt auf einmal scharf sein soll oder nicht. Okay, was ich mache, ich speichere mal. Weil eventuell müssen wir das tatsächlich nochmal machen. Ja. Und, nein, das ging ja tatsächlich nicht. Und belebe das Tierchen mal wieder. Weil eventuell muss das einmal getriggert worden sein, dass wir die Bombe da einsetzen können. Dass also Bosslow die Idee bekommt, die Bombe in das Vieh zu implantieren. Was natürlich heißt, man muss jetzt dieses Puzzle zweimal lösen. Ah nein. Verdammt. Der Grund war einfach. Verdammt. Wir haben es falsch gemacht. Naja. Mach dir nicht ins Hemd. Hier können wir übrigens weder Escape noch Doppelklick verwenden. Jetzt fängt das Rätsel natürlich von vorne an. Okay. Also. Upsala. Das war irgendwie so. So. Ich weiß, das ist eines der Rätsel, an denen ich wirklich sehr lang gesessen habe. Dann haben wir hier
Das sah auch wirklich verdammt gut aus. Es war eine Stelle, die sah für mich komisch aus. Und zwar war das hier vorne diese kleine... So, das hier sieht falsch aus. Das hier sieht richtig aus. Jetzt passt es auch zusammen. Also hat es vorher auch. Das hier sieht noch komisch aus. Achso, nein, jetzt ist es innen drin. Das gefühlt passt das in jeder Ausrichtung nicht dran. Wobei doch, ja, so passt das irgendwie schon dran. Das hier sieht man auch, das passt hier direkt dran, ne, wie hier. So, und jetzt möchte ich gucken, ob das oder das hier unten hinkommt. Dazu gehen wir zurück und gucken uns das Fossil an und hoffen, dass er gespeichert hat, was ich gemacht habe. So, das Fossil. Total verschwitzte Hände habe ich. So, ich versuche mal... Das kann ich ehrlich gesagt auf dem Monitor hier nicht erkennen. Das sieht aus, als wenn hier die Platte ist. Und hier sind lauter einzelne Rippen. Ja, wenn man bei diesen Laptop-Monitoren so ein bisschen hin und her wackelt mit dem Kopf, ändert sich ja die Farbwiedergebung. Weil die ja nicht dafür gedacht sind, einen großen Abstrahlwinkel zu haben. Und dadurch, ich will jetzt nicht hier live Gamma hochdrehen. Also es sieht so aus, als wenn hier die Platte wäre und hier die Rippen. Und effektiv. Tatsächlich habe ich ja keine Ahnung. Und es muss. Hier will ich nochmal gucken. Tatsächlich, wie sah das bei dem Fossil? Fossil. Es ärgert mich, dass ich nicht Escape drücken kann an der Stelle. Ich habe das Gefühl, dass diese Hinterarme auch ein bisschen falsch sind. Okay, das ist natürlich jetzt nicht die spannendste Stelle. Ihr sagt bestimmt so, boah, ich sehe doch genau, wie das sein muss. Nur das muss ja so gebogen sein. Und das hier auch. Und jetzt ist die Frage, ist das hier oder hier? Und das fällt ja automatisch darunter. Ne? So. Und dann ist die Frage, vielleicht haben wir die falsch rum angesetzt. Vielleicht war das Problem. So, das sieht doch jetzt ziemlich ähnlich aus. Gucken wir mal, ob er jetzt die Bombe einsetzen will. Bombe. Es fehlt nur eine winzige Kleinigkeit, ja, um dich zu vollenden, mein Freund. Wie wäre es mit einer außerirdischen Bombe? Also tatsächlich, wenn ihr das durchspielt, probiert nicht mit den Lebenskristallen aus. Ob ihr das richtig zusammengesetzt habt, sondern mit der Bombe, dann müsst ihr das Rätsel nicht von vorne anfangen, sondern könnt nur ein bisschen was ändern. Weil ihr setzt die Bombe erst ein, wenn es richtig war. Du sagst es. So, und ich würde sagen, da es jetzt in einer halben Stunde die Confuzzled Gute-Nacht-Geschichten gibt, so heißt das Event wirklich, mache ich schon mal Schluss. Vielleicht werde ich hinterher nochmal eine Runde spielen. Ich fühle mich ziemlich wach, von daher schauen wir mal. Ich würde sagen, ich übergebe jetzt gleich an den Würfel. Und wir sehen uns dann, wann auch immer der sagt, wann die nächste Folge kommt. Also, ciao, miau.